Aria war das aus Mozarts Missa Brevis in D-Dur. Die Chorvereinigung St. Augustin hat gesungen. Solisten und Solistinnen waren Cornelia Horvath, Martina Stoffel, Alexander Keimbacher und Clara Sachs. Das Gloria, das Sie in etwa 3 Stunden im Radiogottesdienst hören können, stammt von Franz Schubert. Der Gottesdienst, das Befragungsprogramm in der Steiermark. Übertragen wird er ab 10 Uhr in den ORF-Regionalradio. Hier und jetzt können Sie den Evangelientext hören, der nach der katholischen Leseordnung für den heutigen Sonntag vorgesehen ist. Die Theologin und Religionssoziologin Regina Pollack hat sich dazu geäußert. Gelesen wird der Text, der rund um das Jahr 18 im 1. Jahrhundert verfasst worden ist und so als zum Beispiel von Peter Mitsch. In jener Zeit, als viele Menschen Jesus begleiteten, wandte er sich an sie und sagte: Wenn jemand zu mir kommt und nicht Vater und Mutter, Frau, Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein Leben gerecht achtet, dann kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Retter sein. Wenn einer von euch einen Turm bauen will, setzt er sich dann nicht zuerst hin und rechnet, ob seine Mittel für das ganze Vorhaben ausreichen. Sonst könnte es geschehen, dass er das Fundament gelegt hat, dann aber den Bau nicht fertigstellen kann. Und alle, die es sehen, würden ihn verspotten und sagen, er hat einen Bau begonnen und konnte ihn nicht zu Ende führen. Oder wenn ein König gegen einen anderen in den Krieg zieht, setzt er sich dann nicht zuerst hin und überlegt, ob er sich mit seinen 10.000 Mann dem entgegenstellen kann, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Kann er es nicht, dann schickt er eine Gesandtschaft, solange der andere noch weit weg ist, der bittet um Frieden. Darum kann keiner von euch mein Jünger sein, wenn er nicht auf seinen Platz besitzt, verzichtet. Lukas Evangelium, Kapitel 14, Verse 25 bis 33. Gnade dit wurde. Nichts sollte ich von dir und nichts sollte ich begehren, alles verdient. Gott wird sich stets gleichen, Gott kann erreichen, was nichts verdient. Wer Gott kann erwählen, nichts wird solchen finden. Gott allein genügt. Die heilige Therese von Avila bringt in diesem Gedicht eine tiefe mystische Erfahrung zum Ausdruck. Sola Deus Basta. Gott allein genügt. Nur Gott bestimmt. Ich vermute, dass eine ähnliche Erfahrung vielleicht zum Hintergrund des Textes aus dem Evangelium nach Lukas stellt. Nichts im irdischen Leben kann mir jenen absolut festen Grund geben, nachdem ich mich so sehr sehe. Nicht deine Beziehungen, nicht Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern. Beziehungen sind lebenswichtig, aber auch sie sind zerbrechlich und erzählen mich nicht der Frage nach meinem Lebensgrund. Nicht das Glück, das kommt und geht, und schon gar nichts erfährt und besitzt. Nichts kann meinen Hunger nach Sinn einfach verstehen. Als Jesus von Nazareth den Menschen ging begleiten, wie er sagt, sie hat keine Vorschriften, keine moralische Normen, keine Drohungen oder Bedingungen, die man zuerst erfüllen muss, um zu Gott zu finden. Ich glaube, es sind die Erfahrungen, die man macht, wenn man sich auf den Weg des christlichen Glaubens einlässt. Der Turmbau, der in dem Text zum Vergleich beschrieben wird, ist der christliche Weg, der Lebensentwurf, der das ganze Leben erfasst. Verändert. Wer sich darauf einlässt, wird vieles an scheinbaren Sicherheiten verlieren. So habe ich es erfahren. Vieles wird zweitrangig oder unbedeutend. Was könnte gemeint sein, weiß Gott, auf Augen und Leben gering zu machen.